So, hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe ja mal schon mal zwischendurch Probleme gehabt mit der Antennenanleitung, mit der Antennenanlage hier, indem ich dann quasi mal die Antenne umgewechselt habe und so weiter. Ja, dann musste ich feststellen, da ich halt doch ganz anders angeschlossen hatte, dass die Balkonantenne hier in mein Stereo-Messinstrument reingeht. Von da aus geht ein Kabel hier zum Antennenumschalter und dann versorge ich im Prinzip oben die drei Geräte. Ja, habe ich aber gar nicht mehr überlegt. Ich habe immer gedacht, da wäre jetzt direkt das Antennenkabel. Ist es ja auch eigentlich, weil es ja vom Stereo-Messinstrument erstmal reingeht, geht von da aus wieder raus und geht dann da rein. Ja, aber andersrum habe ich mich dann gewundert, ja, irgendwas haute da nicht mehr hin. Und jetzt habe ich endgültig die Schnauze voll gehabt und habe gesagt, so, ich brauche nochmal einen Antennenumschalter und habe bei eBay so geguckt und sah dann auch den Antennenumschalter für, war irgendwie was mit, keine Ahnung, 23 Euro oder sowas in der Art. Ja, ich glaube 23 Euro war das. Mit Versand 6 Euro rund und ich gucke nochmal genauer hin und sehe wieder Alex Radio Shop. Ich denke, ah, okay. Dann habe ich überlegt, ich denke, den Alex habe ich ja auch bei mir unter YouTube, quasi über WhatsApp und haben dann angeschrieben. Ja, weil ich hatte von ihm mal einen 20-Euro-Gutschein gekriegt, dafür, dass ich mal Werbung gemacht habe hier. Und da habe ich mir gedacht, ja, den könnte man da jetzt eigentlich direkt mal einlösen. Ne? Ich weiß ja nicht, wann ich wieder was brauche, dass ich den dann einlöse und jetzt habe ich das ja einmal hier rausgesucht, ist das ja einmal ein Abwasch. Ja, ich hätte jetzt normalerweise zu den 20 € Gutschein noch 8 € und dazu bezahlen müssen. Ja, und die hat er mir auch eigentlich erlassen. Er sagte, ja, ich müsste jetzt hier nachgucken, was er genau geschrieben hat. So. Er schrieb: Guten Morgen, vielen Dank für deine Nachricht. Ich weiß Bescheid. Ich sende dir den Umschalter zu und verrechne deinen Gutschein, der in deinem Kundenkonto hinterlegt ist. Weitere Kosten kommen nicht auf dich zu. Du machst eine sehr gute Arbeit mit deinem YouTube-Kanal und förderst somit das Hobby sehr. Ja, da sage ich erst nochmal vielen lieben Dank, Alex. Ja, und das Paket ist heute angekommen. Also, ja, wenn man so will, von einer Stunde ungefähr. Aber wie ich bin, ne? Ich packe ja nicht sofort aus, sondern ich möchte euch ja Mitteil haben lassen. Und ja, hier ist das Paket, wie gesagt, noch ungeöffnet. Ich brauche also jetzt erstmal das Messer. Und ich würde sagen, ich werde jetzt mal das Paket öffnen. So. Wie gesagt, was drin ist, außer den Antennenumschalter, weiß ich nicht, das hat er mir nicht geschrieben. Nur, dass es wohl ältere Geräte sind und ungeprüft. Ja, ich bin ganz gespannt. Ist jetzt wie Weihnachten für mich. Ja, ich denke mal für euch auch, oder? Ja, ich habe mir gedacht, okay, da kannst du ja direkt ein Video wieder mitmachen. So, dann haben wir einmal erstmal eine Rechnung. Ja, und zwar von dem Antennenumschalter und den Gutschein und DHL kostenlos. Ja, wie gesagt, steht hier. Ist wie gesagt vom Alex. Ups, ah, ich reiße schon hier alles ab. Ja, so sieht's aus. So, als erstes hat er erstmal einen schönen Kugelschreiber mir zugeschickt. Natürlich mit Werbung. Kann man das lesen? Ja, könnt ihr ja vielleicht am Handy vergrößern, aber auf jeden Fall Alex Radio Shop Elektro und Funktechnik und die E-Mail-Adresse. So, den tue ich erstmal dahin. Ich denke mal, den wird mir meine Frau klauen, weil die steht da drauf. So, und hier ist der Antennenumschalter. Ja, jedenfalls schon mal den Antennenumschalter. Ja, jetzt muss ich mir nur noch Koaxkabel besorgen.
Und dann kann ich mir den ja hier irgendwo noch hinmachen, dass ich dann zwischen Balkonantenne und T2-LT-Antenne basteln kann. So, dann haben wir noch mal Aufkleber. Ja, die habe ich ja letztes Mal auch schon mal bekommen. Den. Und den. Ach, da ist nur eine Karte. Hier ist nochmal ein Aufkleber, oder? Nee, auch nicht. Aber hier sind auf jeden Fall nochmal Aufkleber. CB-Funk. Und der hier. Ja, und ein Tütchen Haribo. Ich habe mir gedacht, ja. Weil eigentlich eine nette Geste war, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video über Alex Radio Shop machen. Und zwar mache ich das auch am Laptop, weil hier der Rechner einfach zu lahm ist. Weil ich brauche ja dafür wieder ein Bildschirmaufnahmeprogramm. Das will ich mir dann eben installieren auf dem Laptop. Und dann wollte ich mal mit euch in einem anderen Video dann durch den Radio Shop gehen. Euch mal alles zeigen, was da gibt. Also wirklich jede Menge sind. Ich glaube, über 30 Seiten waren das und ja, also ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Ja gut, das soll es dann gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs, dass ihr bis hierhin geschaut habt und sage bis zum nächsten Video. Ciao, euer Jörg.